Das heißt, wir segeln jetzt zu diesem Observatorium erstmal. Wobei eine Sache interessiert mich dann doch noch. Ja, ich bin auf der Defiant 4 angekommen. Und ganz ehrlich, wenn wir beim nächsten Playthrough sind, werde ich entweder bei der Schaluppe bleiben. Einfach weil sie klein und praktisch ist. Oder höchstens hier die Dau nehmen. Weil, wie gesagt, die Galeone ist recht groß. Die Schaluppe ist recht klein und wendig und eigentlich ist sie auch recht gut bewaffnet. Und ich brauche keine so große Schiffsmannschaft für sie. Kann ich von hier aus direkt in Akemirs Anwesen? Ja. Ich habe da nämlich diese eine Notiz gefunden, die irgendwie nach ihm klingt. Ja, eiserne Konstrukte und Akemir. If you require directions to Bakana's observatory, look to your sextant. Wer du Richtungsangaben zu Berkanas Observatorium benötigst, nimm deinen Sextanten zu Hilfe. Akemir bedeutet dir offen zu sprechen. Ich habe noch andere Fragen. Akemir räuspert sich und wartet. Weißt du etwas über die sanguinische Ernte? Curious. An explorer named Sulia made a similar inquiry some tens of seasons ago. Interessant, der Entdecker namens Seulia hat vor vielen Jahren eine ähnliche Frage gestellt. Akemir kneift die Augen zusammen. There may be a book on the matter in my basement. I trust you can show yourself downstairs again. Es kann sein, dass sich in meinem Keller ein Buch zu diesem Thema befindet. Ich vertraue darauf, dass du den Weg alleine findest. Wieder einmal. Dann leb wohl. Okay. Das ist hoffentlich diese Notiz, die ich da habe. Nicht der gefälschte Vertrag, das müsste hier sein. Einfach mal nach Zeit sortieren. Kinox Notiz, nee. Durchnässtes Tagebuch. Ja, genau, die sanguinische Ernte. Ja. Und scheinbar erlaubt uns Akemir einfach so durch seine Villa zu gehen. So, Keller. Beseelungslabor, Schmiede, Bibliothek. Gucken wir mal hier. Jahre Morgendämmerung, ausgewählte Potenz von Gabenbringer. Predigt des Kampfs, Buch der Jagd, Gott der Kälte, Königin, die gewesen war, die vielen Gesichter Berats, Erinnerungen einer Hebamme, Jonas letztes Tagebuch, Schreiben der okkulten Hand, tägliche Bestätigung des Fokus und der Effizienz, Jonas letztes Tagebuch. Achso, das war die Skeen-Sache. Ja, der Kult der sanguinischen Ernte.
Auszug aus die Legende von Ihoa von Amaya, Gelehrte der Raotai. Leid meinen Reisen zwischen den Inseln des Todesfeuers habe ich keinen Kurt kennengelernt, der so gefürchtet war wie jene der sanguinischen Ernte. Außer Gerüchten ist nichts von ihm bekannt. Basierend auf diesem Hörensagen neige ich zu der Annahme, dass die sanguinische Ernte kaum mehr ist als eine Legende. Aber wie kann man das Verschwinden unschuldiger Gestandener rund um den 16. des Monats sonst erklären? Das Schicksal, das diese armen Seelen möglicherweise ereitert, ist wahrhaftig gräulich. Diejenigen, welche behaupten, etwas über die sanguinische Ernte zu wissen, schworen mir gegenüber, dass sie dieses Wissen nur aus zweiter Hand hatten. Folgendes hatten sie zu erzählen. Am 16. jedes Monats wählte die sanguinische Ernte einen unglückseligen Gefangenen aus, der vor ihrem Altar knien und als Futter für eine geheime Vereinigung von Vampiren herhalten muss. Durch diesen Akt verleiht der Anführer des Kultes, der große Ernte, einen gefürchteten, seelenentziehenden Schwert seine Macht. Wofür der große Ernte dieses Schwert dann benutzt, ist nicht bekannt. Die Kultmitglieder, auch Erntekanton genannt, tanzen dann um ein Feuer in einem Zustand geistloser, ekstatischer Freude. Sie kleiden sich in schwarzen Roben mit rotem Rand, auf welchem das Bild eines großen Dolchs eingestickt ist, der drei Gestandene in zwei teilt. Es klingt als furchtbar lächerlich und unglaubwürdig, nicht wahr? Und dennoch frage ich mich, ob etwas dran sein könnte. Gut, nehmen wir das Buch mal mit, wenn wir es schon mitnehmen dürfen. Also ja, der 16. eines Monats, das haben wir ja morgen schon, aber so schnell komme ich leider nicht zu dieser Insel zurück. Das ist vielleicht ein Rätsel, um das Schwert zu bekommen. Aber ja, jetzt haben wir das auch erstmal abgehakt. Und ich komme sowieso da oben irgendwann vorbei. Mal wieder, um die restlichen Teile dort zu erkunden. Hier hat sich ja nichts verändert. There'd be a thing of free out here that you shouldn't be aiming a pet. Hey, it was dark. I only saw the back of your head. I thought you were some huge island squirrel. This ain't about me, farmer. Was? Ich mach mir Sorgen um dich, Idee. Es gibt da draußen das ein oder andere Ding, das du besser nicht streicheln solltest. Hey, es war schließlich dunkel und ich habe nur deinen Hinterkopf gesehen. Ich dachte einfach, du wärst eines der riesigen Inselhörnchen. Hier geht es nicht um mich, Bauer. Du warst eine Trankhändlerin, gell? Erfrischungshändlerin. Hast du zufällig Alkohol? Für meine Leute. Du hast Alkohol. ...250 hiervon... ...250 hiervon... ...250 hiervon, und wenn wir dabei sind, noch 250 hiervon. Danke. Und ja, ich sollte mal die Reihenfolge hier wieder richtig einordnen. Ja, sieht gut aus so. Und wieder aufs Meer zurück. Yay.
So, jetzt wollen wir zu dem Observatorium. Ich gehe aber mal ganz kurz. Können wir mal die abgeschlossenen ausblenden? Das hilft ein bisschen. Kopfgeld Ohairo. Ja, das ist Kuaorikuro. Das ist auch ein Schiff. Das ist auch ein Schiff. Radolf segelt mit seiner Galeone Goldglocke. Warte mal, bist du nicht Radolf gewesen? Nein, du nicht. Du bist Radolf. Okay, Radolf einholen und beschießen. Wobei ich ihn lieber entern würde. Mal wieder, das wäre effektiver. Steinstampfer Rodul habe ich nicht, gell? Nein. Oh, den könnte ich abliefern. Und der da? Ah ja, okay. Östlich. Da ist das Observatorium. Ohairo? Ja, da ist Ohairo. Okay. Ach komm, bevor ich bei dem Observatorium an Land gehe, möchte ich gerne noch einen Schiffskampf. Das macht mir nämlich echt Spaß. Kuaro. Steht Kuaro auf meiner Liste? Ja, steht da. Entere das gegnerische Schiff. Begib dich in ein Seegefecht. Einschüchtern. Verhandeln, weggehen. Er ist nicht schlecht. Wir sind aber besser. Also ja, die Stärke seiner Schiffsmannschaft hat nichts zu bedeuten, da wir ja stärker sein können als er. Also Ausrüstung und levelmäßig. Aber ist schon mal cool, dass wir direkt entern können. Ja, genau das meinte ich. Die sind eigentlich kein Problem für uns gerade. So, das waren schon alle.